Heute Morgen gegen 7 Uhr wurde der Anwohner eines Wohnhauses in der Schwetzinger Straße durch einen lauten Knall auf einen Brand seiner zwei E-Autos in der Garage aufmerksam. Eins der Autos befand sich zum Unfallzeitpunkt im Ladevorgang. Die Feuerwehren Ketsch, Schwetzingen und Brühl sind umgehend hier an der Brandstelle angerückt und konnten glücklicherweise den Brand auch recht schnell eindämmen. Leider müssen wir aber mitteilen, dass das Wohnhaus, in dem der Brand stattgefunden hat, vorübergehend ersten Ermittlungen zufolge nicht mehr bewohnbar ist. Auch hat der Brand übergegriffen auf ein benachbartes Wohngebäude. Wie hier der Schaden ist, wie hoch die Schadenshöhe ist, das können wir aktuell noch nicht sagen. Ist bekannt, genau um was für Fahrzeuge es sich dabei handelt? Und geht man aktuell von dem Fahrzeug als Brandursache aus? Bei den Fahrzeugen handelt es sich um sogenannte Hybridautos. Die Autos fahren sowohl mit Verbrennermotoren als auch mit einer Batterie. Wie der Brand zustande kam, das können wir aktuell noch nicht sagen. Das muss jetzt der Brandermittler des Polizeireviers Schwetzingen ermitteln. Der Wohnungseigentümer konnte uns bestätigen, dass eins der Fahrzeuge bereits im Ladevorgang war. Ob der Ladevorgang ursächlich für den Brand ist, das gilt es jetzt zu ermitteln. Verletzte gibt es nach jetzigem Stand der Ermittlungen keine. Es gilt jetzt natürlich abzuwarten, wie sich die weiteren Löscharbeiten gestalten. Es ist aktuell schwierig, die beiden E-Autos zu löschen, sodass immer wieder erneut die beiden Autos aufflammen. Kurz vor 7 Uhr gingen unsere Alarmmelder mit dem Stichwort Fahrzeugbrand, Elektrofahrzeuge. Nachdem wir in der Fahrzeughalle in unserem Gerätehaus angekommen waren, wurde die Alarmmeldung schon erhöht auf Fahrzeuge im Gebäude. Daraufhin wurde auch die Feuerwehr Brühl automatisch bei uns mitalarmiert. Nach Anfahrt auf Sicht, die haben eine starke Rauchwolke über dem Gebäude, war zu erkennen, wonach dann die Feuerwehr Schwetzingen mit der Drehleiter nachalarmiert wurde. Hier angekommen konnte man feststellen, dass die Garage bereits im Vollbrand steht und auf andere Gebäudeteile zu übergreifen droht, weshalb das Alarmstichwort noch einmal erhöht wurde, um noch weitere Einsatzkräfte an die Einsatzstelle zu bekommen. Danach wurde die Lage erstmal erkundet. Festgestellt wurde im Garagebereich zwei PKWs, beide Hybridfahrzeuge, die mittlerweile beide im Vollbrand standen. Es wurde dann sofort Löschmaßnahme von vorne und von hinten in die Garage vorgenommen, von außen, um die Fahrzeuge zu löschen, aber auch die Batterien zu kühlen. Nachdem dies erfolgreich dazu führte, dass der Brand sich minimierte und nur noch Rauch zu sehen war, wurde mit der angekommenen Drehleiter noch das Dach kontrolliert, da dort mittlerweile starke Rauchentwicklung im Dachbereich zu erkennen war. Hier wurde der Dachfürst geöffnet. Das Feuer hat sich im Dachstuhlbereich bereits unter den Ziegeln nach oben gearbeitet. Das konnte man durch Öffnen der Dachhaut und Ablöschen relativ schnell in den Griff kriegen. Für das Einsatzgeschehen, das wir hier vorgefunden haben, haben wir das ganz schnell und sauber in eine gute Lage gebracht. Ist es ein ganz besonderer Brandeinsatz, wenn Hybridfahrzeuge brennen? Gibt es da andere Löschmaßnahmen? Ist da auch viel Wasser im Spiel? Also grundsätzlich gibt es erstmal keine andere Löschmaßnahme. Solange Feuer im Spiel ist, wird gelöscht mit Wasser. Bei Hybridfahrzeugen haben wir noch den Vorteil, im Gegensatz zu Vollelektrofahrzeugen, dass Hybridbatterien doch im eher kleineren Ausmaß sind, im Gegensatz zu Vollelektrofahrzeugen. Nichtsdestotrotz hat man hier beim Einsatz vorne dran gehört, dass in der Garage Explosionsgeräusche stattfanden. Wir gehen davon aus, dass hier die Batterien irgendwann sich entladen und Verpuffung gegeben hat. Auch natürlich die Autoreifen geben eine Verpuffung. Und deswegen haben wir mit viel Wasser große Kühlmaßnahmen, die auch immer noch laufen, bis der Abschleppdienst die Fahrzeuge aufnehmen kann. Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Der Abschleppdienst zieht die Fahrzeuge jetzt raus? Genau, wir kühlen weiter, bis der Abschleppdienst seine Fahrzeuge in Stellung gebracht hat. Sobald dies passiert ist, wird das erste Fahrzeug rausgezogen. Wir werden mit einem C-Rohr dabei stehen und eventuell Aufflammen nochmal verhindern. Sollte das Fahrzeug nicht mehr aufflammen, wird es aufgeladen und abtransportiert.
Gut, aber du bist ein paar DDP, du.
Thank you.
Herr Schmidt, nach unserem Interview vor einiger Zeit hier an der Einsatzstelle hat es nochmal Hektik gegeben. Was ist dann in der Zwischenzeit passiert? Was hat sich denn noch zugetragen danach? Bei Arbeiten im Innenbereich wurde festgestellt, dass in der Zwischendecke sich das Feuer bereits ausgebreitet hatte, das von außen nicht zu erkennen war. Und in der darauffolgenden 5 Minuten hat dieser Brand sich durchgezündet und hat sich ausgeweitet zu einem extremen großen Dachstuhlbrand des Gebäudes, wodurch etwas Hektik aufgekommen ist. Es wurde dann dadurch nochmal Kräfte nachalarmiert. Die Feuerwehr Altlusheim, mit die Feuerwehr Walldorf und die Feuerwehr Hockenheim wurden nachalarmiert, um sowohl Atemschutzgeräteträger zu stellen, als auch ein zweites Hubrettungsfahrzeug für die zweite Gebäudeseite zu haben. Ja, die wurden aufgebaut und wurden sofort in Stellung gebracht. Unsere Hauptaufgabe im ersten Step war, das Nachbargebäude zu schützen mit allen Rohren, die uns zur Verfügung gestanden haben, bis die zwei Hubrettungsfahrzeuge aufgebaut waren und sich der Brandbekämpfung an dem eigentlichen Brandobjekt widmen konnten und konnten dann auch das Feuer in unter Kontrolle bringen. Wir sind jetzt aktuell bei Nachlöscharbeiten und haben es jetzt im Griff. Es quoll sehr dicker, schwarzer Rauch aus dem Gebäude. Es waren noch Kameraden im ersten Obergeschoss. Die wurden dann mit Steckleitern aus dem Gebäude gebracht. Was hatte es damit auf sich? Naja, wie gesagt, waren wir mit Arbeiten im Gebäude beschäftigt, als diese Durchzündung stattfand. Und dann, da bei dieser Durchzündung eine sehr hohe Hitzeentwicklung stattfindet, wurde sicherheitshalber ein Rückzug befohlen. Da der Rückzug über den ursprünglichen Angriffsweg durch die Durchzündung nicht mehr möglich war, wurde der Trupp mittels Steckleiter über den rückwärtigen Bereich herausgeholt. Ja, dadurch, dass sich diese Ausbreitung in den Zwischendecken, innerhalb der Dachspachen stattgefunden hat, von außen nicht erkennbar war, auch kein Rauch gebildet hat, was uns sehr überrascht hat, hat uns das tatsächlich jetzt überrascht und war so nicht abzusehen.